So, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Portal. Ja, in der letzten Folge war es ziemlich rasant vorbei. Warum ist da, keine Ahnung. Ja, da war es ziemlich rasant vorbei. Und wo muss ich denn hin? Muss ich hier runter? Ja, wie es aussieht. Muss ich da runter? Hui. Ja. Naja, so. Oder irgendwie anders. Oder gibt es da noch ein höheres? Komisch. Ich verstehe es gerade noch nicht. Wo ist der nächste Aufzug? Das ist meine Frage wohl eher. Ja, jetzt kann ich dort ein Portal setzen. Wieso das? Muss man das verstehen? Also von da komme ich. Dort war ich auch überall. Aha. You. Au. You will be hurt. Ja. Ja. Oh, aber schon sein Satz. The Company. Crew Workers. Don't enter the others. Also anderen nicht verletzen. Safety first. Ja, Safety first. Man sieht's. Gelflow. Ja. Komme ich von da unten oder muss ich da runter? Wo muss ich eigentlich hin? Vielleicht so. Aha. So, jetzt kann ich mich hier reinstellen und das bringt mir was. Ach du meine Güte, ich kann da runterfallen. Das bringt mir was. Den Tod. Jetzt müsste mir jemand helfen. Schon wieder. Einmal, ja. Also nachdem die letzte Folge so abrupt geendet hat, geht die auch genauso abrupt weiter. Möchte ich doch meinen. Ich denke immer an Minecraft, dass ich mich ducken kann und dann ganz safety hoch an den Rand kann. Pixelarbeit geht aber ja gar nicht. Denn hier gibt es ja kein Safety First. Außer auf diesem Plakat hier. Mein Englisch ist over the top, you know. And I don't know what I have to done. Also hier komme ich her. Da will ich hin. Und ich habe keine Ahnung, wie. Dort will ich hin. Also hier ist so etwas, dann könnte ich da drüben darüber fliegen, aber das bringt mir überhaupt nichts. Bringt mir das was, wenn ich hier... das macht ja komische Geräusche. So, jetzt sind wir schon mal ein gutes Stückchen weiter gekommen, nämlich wieder hier rüber. Und von hier drüben kann ich natürlich da oben kein Portal schießen. Weil das wäre ja zu einfach.
denn das könnte ich dann auch von da drunten drüben. Und was soll ich von hier machen können? Außer runterfallen. Irgendwas muss ich da von da machen. Da. Ich schaue mich nochmal da hinten um, ob es da nicht irgendetwas gibt oder da oben. Oder da unten. Also für was gibt es denn auch diese Treppe hier? Also hier bin ich jetzt mal hierher gekommen und dann muss ich da rauf. Aber wie? Das ist sehr schwer. Ja, lass mich. Wenn ihr wisst, wie das geht, dann ist es ja eh nicht mehr so interessant für die meisten. Vielleicht der Lösungsweg. Mein verkrüppelter Lösungsweg ist dann vielleicht noch irgendwie amüsant, wie man das auch sagen möchte, aber für mich ja irgendwie ja nicht. Aber ich bin schon immer weitergekommen. Ich muss mich einfach ganz genau umschauen. Also diese Dinger stehen unter Wasser gut. Ich kann von Plattform zu Plattform laufen. Für was gibt's das hier eigentlich? Vielleicht kann ich halt auf und da auf das springen. Glaube ich aber nicht. Tipp. Ich würde so gerne einen Tipp anmachen. Aber es gibt keinen Tipp bei diesem Spiel. Das macht ja auch gerade die Schwierigkeit aus. Und den Spielspaß. Also eigentlich könnte man das Spiel rackzack durchspielen. Wenn man schlau wäre. Nicht so wie ich. Für was ist denn diese kleine Brücke da? Es kann doch nicht sein, dass die für nichts da ist. Ich muss doch das nicht mit einbauen, oder? Gut, über Geländer kann man eh nicht mehr springen, also kann ich da auch gar nicht mehr hinein. Aber hinauf muss ich trotzdem. Führt doch auch gar keinen Weg hin. Dieser Weg wird nicht einfach sein. Dieser Weg. Wird kompliziert und schwer. Ich verstehe es noch nicht so ganz, deswegen gehe ich jetzt einmal nochmal darüber. Vielleicht gibt es da ja. Hier hinten eine Lösung, dachte ich mir. Aber diese Lösung ist an den Haaren herbeigezogen und das tut ja weh, deswegen wird sie uns nicht helfen. Das. Wahrscheinlich ist das genau wie vorhin das mit dem Schalter. Ich habe irgendwas übersehen und das kostet mich jetzt den Kopf. Deswegen werde ich die Folgen jetzt auch 20 Minuten lang machen, denn das ist ja nicht so schön, wenn ich hier die ganze Zeit rumstehe und nicht weiß und tue, was ich machen soll. Vor allem, wenn man dann selbst weiß, was man eigentlich tun soll. Ich habe eine Idee. Eine sehr interessante Idee, die mich vielleicht den Kopf kosten könnte, aber was will man mehr als den Kopf verlieren?
und dann leben. Weil für was soll das sonst das andere da sein? Ja, und wie gesagt, es hat geklappt, nur jetzt ist die nächste Frage, wie komme ich noch ein Stockwerk höher? Ach so. Ja, gut. Zum Glück hat die solche komischen Stiefel. Sonst wäre ich sowas von einem Eimer. Hörst du das? Es bedeutet, du drückst zwischen den Tests sehr viel Zeit in den Uhr. Im Labor sagen sie, das könnte eine Angstreaktion sein. Ich bin kein Psychiater, aber es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ins Höschen, wenn ein paar Funken fliegen, die ihnen Löcher in ihre roten BHs brennen könnten. Die waren niemals Astronaut, Kampfsoldat oder Goldschürfer. Das waren nur wir. Du und ich allein gegen die Welt. Dein Schneid imponiert. Nur dein Eifer könnte größer sein. Na los, packen wir's an. Der Würfel springt hier rum und hat wie der aussieht. Der Würfel kann springen und ich wasche ihn. Das ging jetzt aber rackzack. Wieder. Ach so, jetzt muss ich nur noch da hoch. Und den Würfel wegmachen. Das geht auch eigentlich. Ja. Ganz verstehe ich nicht immer, was der unbedingt will. Ja, okay, gut. Ich lasse ihn reden, aber... Lass reden. Ein gutes Lied. Oder so. Naja, egal. Glückwunsch. Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn es ganz ausgereift ist. Halte dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Sag Tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Sie ist ein Schatz. Cool. Und wo bin ich jetzt hier? Ist das eine Art Secret? Oder so? Apropos, die Karen hat sich angehört wie die Computerstimme. Beta. Pumpstation oder so. Okay. Komme ich da irgendwo? Ach. Da komme ich rüber. Irgendwie. Nur wie? Müssen wir nochmal raus und schauen. Geradeaus kommen wir natürlich nicht mehr. Und warum eigentlich so kompliziert, wenn es doch auch einfach geht? Aber ich will doch da hoch. Ah. Ja, toll. Und weiter. So, ja, toll. Gut, okay. Ja. Gut, hier kann ich drauf. Ich habe gedacht, das wäre ein Secret, dass ich hierher komme und dann komme ich auf einmal. So, dort hoch will ich gehen. Dann muss ich
sicher stehen. Und auf dem Geländer gehen. Ja, toll. Gutes guter Reim. Ach so, ich verstehe. So kommt man natürlich herüber. Und hier kann ich... da kann ich meine Mutter anrufen. Okay, ich würde sagen... Alpha Pumpstation Beta geht zu Alpha. Oh, schön Laminat und so. Ach ja, und hier draußen sieht alles trostlos aus. Und von da unten komme ich denn da jemals runter? Control Room. Was das für eine Mine ist, ach du meine Güte. Ich kann noch mehr. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Sir, die Tests? Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will $60 haben? In bar. Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen. Das verdammt nochmal gemütlicher ist, als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen und genau das seid ihr. Ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Glas da unten. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Oh. 425, da ziehe ich doch gleich mal die Nummer und setze mich hin. 23, ach du meine Güte, bis ich drankomme. Na gut. Okay, ich gehe jetzt einfach wieder. Tschüss. Und wo geht's hier hin? Ja, gut. Er kann nicht ernst bleiben, wenn er sagt, ich bin der Beste. Mhm. Ja, weil es auch stimmt. Weil ich bin nicht der Beste. Ich bin der Allerbeste. Ein Hightech-PC, den hätte ich gern. Das ist bestimmt besser als ja, so einige andere PCs. 23 Testpässe und gerade mal. Nur. Ach so. Dort oben geht's weiter, oder was? Was ist das wieder ein Secret? Ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Tonbänder. Wahrscheinlich sind das dem seine aufgenommenen Ansagen. Eine Tür. Jetzt wirklich weiter? Wenn du gegen Erdnüsse allergisch bist, sag es jetzt. Denn beim nächsten Test verwandelt sich dein Blut eventuell vorübergehend in Erdnussbutter. Wenn das klappt, muss für uns ein neuer Nobelpreis erfunden werden. Also, tapfer durchhalten im Namen der Wissenschaft. Der Mensch besteht zu etwa 60% aus Wasser. Das finden wir übertrieben. Wenn du dich im nächsten Test dehydriert fühlst, ist das ganz normal. Wir testen mit Triebwerken und schauen, ob wir den Wasseranteil auf 20-30% drücken können. Beim nächsten Test geht es um Teleportation, die aber nicht für alle Hauttypen geeignet ist. Merk dir also gut, welche Haut dir gehört. Und wenn sie nicht mit dir teleportiert wird, dann tun wir unser Bestes, sie wieder an dir festzunehmen. Aua. Ein... Was ist das? Ach, Rettung. Das hat mal unter Wasser gestanden. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl.
Schiff über Bord. Und wie soll ich da bitteschön reinkommen? Ist das eine Schiffswerft? Ach du meine Güte. Ist das jetzt ein Secret oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das hier ein Secret ist oder ob das gewollt so ist. Ich gehe mal einfach zurück und schau, ob man da hinten irgendwie weiterkommt. Das könnte ja natürlich